Hallo und herzlich willkommen zu Generation Zero. Es ist ja mein Ninja. Wir dürfen sogar vorher spielen, weil der Tobi hat uns Keys. Tobi! Geiler Tobi! Geiler Tobi! Geiler Tobi! Geil, geil. Freue mich schon, Tobi. Leute, wenn die ganzen Tobi. Leute gestern schon gestreamt haben, freue ich mich schon sehr drauf, weil sie sich nicht ans Embargo halten. Egal, geil, egal, Tobi. Wir haben es trotzdem früher gespielt. Ja, ja, das stimmt. Boah, es könnten ein paar Folgen werden, denn. Boah, die Musik. Zitat von letztem Mal ist: Haben wir jetzt drei Folgen oder was? Das war die siebte. What? Okay. Also, wir werden wahrscheinlich jetzt eine ganze Weile lang Generation Zero spielen. Es kann dauern, dass andere Folgen kommen. Ja. Und wir werden es zelebrieren. Jeder einzelne von welchen. Aber es kam echt gut an. Das hat mich voll gefreut. Echt. Und ich erinnere mich, wir haben es alle. Als wir die Alpha gespielt haben damals, ne, also diese Preview, da habe ich dann hinterher, als wir durch waren mit der Aufnahme, habe ich einfach noch weitergespielt. Ja, ich habe eine Singleplayer-Karte gemacht, habe da noch ein bisschen rumgelaufen, weil es Spaß gemacht hat. Ich habe voll geübt. Ich richtig geübt. Wie das mit dem Bunkern ist und... Ja, ich vor allem saßen wir halt damals da und haben so gedacht, so, oh geil, wie geil wäre das jetzt, wenn wir da oben auf die Map kämen. Jetzt kommen wir da hin. Jetzt kommen wir da hin. Ja, ja, stimmt. Komm, lass mal anfangen. Lass uns nochmal gegen die dicken Kämpfe. Klar. Komm, lass mal nochmal starten. Gegen 18 Roboter gleichzeitig. Okay, dann müssen wir runterzählen. Auf 1 dann oder auf los, ja? Machen wir auf los. Okay, auf los. Okay. Achso, macht jemand oder soll ich? Ja, ja. Achso, okay, drei? Pan du. Nein. Eins, los. Wer kann beitreten? Was? Dein Spiel ist derzeit so eingestellt, dass jeder beitreten kann. Du kannst das jederzeit. Oh, lol. Das funktioniert ja gut. Nein. Ja, okay. Dann, Eingabe okay. Ich habe okay gemacht. Ja, jetzt geht's los. Ja. Generation Zero. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte Schweden einen wirtschaftlichen Aufschwung, weil es den Krieg unbeschadet überstanden hatte. Allerdings verlor das Land aufgrund seiner neutralen Einstellung zu Hitler einiges an Integrität, da seine mangelnde Bereitschaft es dazu gezwungen hätte, mit diesem Vereinbarungen zu treffen. Um nicht wieder in die gleiche Situation zu geraten, wurden Schwedens neue Reichtümer in die sogenannte Gesamtverteidigung investiert. Dies bezeichnet die Fähigkeit, die Grenzen abzusichern und gleichzeitig das zivile Leben zu schützen und zu bewahren. In den kommenden Jahren erhöhte Schweden drastisch seine Militärausgabe und bereitet gleichzeitig seine Bevölkerung anzulügen, mit unvermeidliche Scheininvasion aus dem Osten vor. Jedem Mann, jeder Frau und jeder Kümmer wurde angeschöpft, für den Krieg vorbereitet zu sein. Sie sollten genau wissen, was zu tun sei und wohin sie gehen sollten, sobald die Sirenen ertönten. Und, was noch wichtiger war, bei jeder Situation, jederzeit Widerstand zu bieten. Jetzt müssen wir noch warten, bis der Text durchgeht, damit wir synchron bleiben. Ja, das tut mir. Er findet doch noch ein paar Sachen dazu. Und dann kam IKEA. Ich weiß nicht. Okay, los geht's. Östertörn, Schweden, 14. November. Irgendwo an der Östküste Schwedens, 14. November 1989. Du hast mit einigen Klassenkameraden ein paar Tage draußen im Schärengarten verbracht. Oh. Abgeschnitten von der Welt. Bei eurer Rückkehr wird euer Boot plötzlich vom Strand her mit explodierenden Projektilen beschossen. Wer kennt es nicht? Ihr wisst nicht, was euch gefeuert hat oder warum. Aber ihr schafft es ans Ufer. Verwundet aber am Leben. Oh. Au. Das war's jetzt? Ich bin verwundet. Oh. Ja, dann, Oh, wie gut das aussieht. Das sieht so geil aus, ey. Oh, ich hab ja einen neuen PC. Ist das Boot? Oh, stimmt, ich hab auch inzwischen einen anderen PC. Oh mein Gott. 60 FPS. Grafik ist übrigens mit PH geschrieben, das ist auch schön. Das war's dann hier. Grafik. Okay, wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie treffen. Nee, was wollte ich gerade machen hier? Audio. Joinen irgendwie, ne? Also ich bin gerade alleine. Seid ihr zusammen, ne? Ja, doch, wir sind zusammen. Wir sind schon fertig. Echt? Okay, durchgespielt, sagst du? Nee, warte mal, wie kann man denn hier einladen? Warte mal, Multiplayer und dann... Ah ja, guck mal, wer kann beitreten? Nur mit Einladung, bevorzugte Sprache, Holländisch. Oh, das wäre cool. Tobi, was machst du? Anwenden. Ich mach gerade... Okay, einladen. Ich lade euch ein. Zack. Okay, cool. Zack. Super, danke. Und Tobi naht doch nicht. Alles klar. Los geht's. So, danke, und Spielstand. Kommt rein, Jungs, Mädels, kommt, auf geht's. Ich hab angenommen, wieso nimmt ihr das nicht? Normal. Macht er bei mir auch gerade nicht. Kannst du normal machen, bitte? Ich war im Menü. Ich kann auch Spiel beitreten hier. Multiplayer. Also, kann man auch Spiel beitreten? Trete ich mal. Weiß ich nicht. Nee, ich kann das nicht machen. Wer kann beitreten? Jeder steht hier. Wie kann ich denn beim Curry aber beitreten? Ich hab's gerade versucht, ich konnte es nicht, warte mal. Deine Spielsession ist offline und Spieler können nicht beitreten. Online-Session, Hauptmenü und starte eine Session. Ich geh mal zurück zum Desktop, bin sofort wieder da, oder? Ich mach das mal so. Okay, warte. Spiel starten. Curry hat sie eingeladen. Achso, ja, jetzt habe ich das Spiel natürlich ausgemacht, weil ich toll bin. Hä? Aber ich kann nicht beitreten. Hä, wieso? Also ich habe das Spiel mal ausgemacht und bin jetzt über Currys Link direkt beigetreten. Ich guck mal. Ja, aber, sag Bescheid, es geht. Sag ich dir gleich. Geht's, Pan? Geht's? Ja, warte, ich hab die Kassette und ich hab die... Oh Gott, wisst ihr noch, wir können ja die Radios hier mit der geilen Musik verbinden mit dem Horst.
Jo, das geht. Ah, geht, okay. Dann einfach okay, zu. Ich mute dich. Nee, kicken. Nee, muten. Oh. Du bist gemutet. Okay. Wie kann ich dich denn muten? Hörst man mich oder was? Hörst du mich? Nee, aber ich will natürlich auch nicht, dass man mich hört. Ja gut, alles gut. Nee, man hört dich nicht. Also du hast geschlossen und bist dann wieder beigetreten. Ich habe die ganze Spiel geschlossen, ja. Aber reicht wahrscheinlich auch, wenn du ins Menü gehst. Oh. Ich lade trotzdem nochmal ein, ja, und dann, Jetzt schon. Hey, du sieht cool aus. Warte. Ey, Papa, was geht ab? Boah, ich kann nicht, Curry, ich kann nicht, das ist so gut, das Spiel, ey. Ich geh nochmal ins Hauptmenü, warte mal. Ey, du hast dieselbe Jacke wie ich an, ey, wir sind auch auf derselben Schule gewesen. Bitch, don't copy my style, Mann. Oh, jetzt wird das Spiel verbunden, alles klar. Das heißt, einer muss starten, die andere muss nachjoinen. Cool, dass wir das vorher geklärt haben. Jetzt wissen wir auch, warum hier dieses Boot stand beim letzten Mal. Jetzt haben wir ja voll die Story, Alter. Ja, geil, ey. Hallo, Freunde. Wo ist Hitler? Hitler, Freunde. Programmier mal. Wie hieß der Taschenrechner nochmal von damals? Hab ich gerade vergessen. Kalkulator. Texas Instruments, der TI-80 oder so, ne? Ach so, okay, ich dachte, du meinst die Marke jetzt. Hä? Tobi, ja, du bist unmotiviert. Oh, Ey, Tobi, wo ist deine Sonnenbrille? Wo ist deine Sonnenbrille, Tobias? Ey, Tobi hat keinen Bock. Ey, Tobi. Ich hab schon gar keinen Bock mehr drauf. Ich hab dir heute schon mein Pausengeld gegeben, bitte lass mich in Ruhe. Tobi, oh, ey, lass mal jetzt alles erobern. Oh, nice. Ey, Curry sieht halt wieder aus wie Curry, ey. Ich Leute, guck mal, bitte kurz die Map an. Über M, ne? Auf M. Oh. Was? Was? Wir wissen, okay, wie groß krass. Dieses Startgebiet ist, wo wir drin waren, ne? Und Alter. Alter, es gibt sogar ein Airfield hier. Ach du Scheiße. Unser Leben ist vorbei. Das war's mit Harvey's Cook. Okay. Ich bin ab sofort nur noch Generation Zero. Ciao. Frage an Avalanche Studios. Ja. Wann kommt Battle Royale? Ja, aber echt. Oh, guck mal. Also erstmal, wenn ihr auf Escape geht und Profil und so, dann könnt ihr dann später so Sachen anlegen. Ne? Ganz vergessen. Aber, guck mal, bei Emotes. Wie kann ich denn die Emotes hier machen? Eins vielleicht? Zwei? Ja, warte. Mit C. Du musst C gedrückt halten und dann kannst du hier SOS, la la la. Ach, geil. Ja. Ja. Sprinkler. Hä, was mach ich denn? Hä? Warte, okay, das Wichtigste, Tobi, du weißt Bescheid, ne? Du bist uns warm. Ey, Mann, Alter, ja. Geil. Jo, ja, Mann, was geht, yo. Motherfucker? Können Touches. Superbad. So. Oh, Roboter. Ich bin Roboter. Alter, lass das mal hintereinander machen, alle. Und ein Flotter. Synchron. Was ist ein Roboter? Warte. Wir gehen alle auf den Roboter und lassen gleichzeitig los. Okay, sag Bescheid. Was machst du denn da, Alter? Okay. Sag Bescheid auf Roboter, wann? Okay, auf drei, ja? Warte. Okay. Wo ist Roboter? Oben rechts. Hier, ah ja, okay. Mhm. Okay, 1, 2, 3. Alter, nice. Curry, nice Timing. Ja, richtig. Du spielst jetzt super schon. Nice. Alter, wir sind richtige Boyband. Tobi überwindet sich einfach gerade, das zu tun. Der hat diese Überwindung, Alter. Och, Mann, Leute, jetzt hört mal auf mit dem Scheiß. Ach, schön. Boah, nice. Ja, das war das Spiel. Ja. Tschüss. So, wollen wir los? Wollen wir los? Ja, erstmal wegen Waffen. Alter, wie man rennt, das sieht so scheiße aus. Oh, Itavik. Das Wasser sieht hier... Heute 0 von 4, Waffen 0 von 1. Ich liebe diese Engine so hart. Selbst mein alter PC. Warte mal, beim letzten Mal waren hier voll viele Kassetten drin. Wisst ihr das noch? Ja, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr, ne? Nee, sind nicht mehr da. Aber wir haben ja ein paar Ziele im Haus. Haben wir schon hier ein paar Ziele. Oh, ja, rein da. Hier los? Was ist Tobi? Los, ja, ich komme. Der hat gar keinen Bock. Hab ich jetzt die Taschenlampe auf. Durchsuche das Haus nach etwas Nützlichem. Durchsuche das Polizeiauto nach... Oh mein Gott. Okay, hier ist noch was. Was ich habe eine handschriftliche Notiz. Ja, ich habe eine Waffe gefunden. Mats, wir haben versucht, dich zu Hause anzurufen, aber du bist wahrscheinlich zur Station geeilt, sobald du den Bereitschaftsalarm gehört hast. Du hast wahrscheinlich bereits genug am Hals, aber falls du dies hier liest, mach dir keine Sorge um Mama und mich. Uns geht es gut. Wir werden rüber ins Dorf fahren und dort in Ruhe abwarten. Sei vorsichtig, Mama und Papa. Oh Mann. Oh, hier ist eine Maschine drin, kaputt. Und eine Knarre. Ja, oh, genau, die Waffe gefunden. Ist hier im Wohnzimmer. Wie geht das mit der Pistole? Oh Gott, oh, ich habe eine Pistole gefunden. Ist nicht echt. Hier ist noch ein Erste-Hilfe-Set, falls jemand möchte. Ich habe mir eins genommen, da liegt noch eins in der Küche. Morgendämmerung, mehr lesen, warte mal. Eine Zeitung. Bei mir auch.
Vom Freitag, dem 10. Oktober. Die Überschriften auf der Titelseite sind in Reihenfolge ihres Ausmaßes aufgeführt. Die Berliner Mauer ist gefallen, der Kreml hüllt sich in Schweigen, noch immer keine Festnahmen für die Östertürnmorde, Unruhen in Osteuropa nehmen zu, Schulstreik wird fortgesetzt. Also Fridays for Future. Oh, das war der gelangweilte Tobi. Hier oben gibt's Munition? Ich hab hier gerade, die müssen wir, glaube ich, erst finden. Ich glaube, die finden wir doch am Auto oder so. Wir sollen ja das Auto durchsuchen. Oder zwei Autos. Ah ja, richtig. Oh, hier liegt noch was. Hier liegt noch ein Rucksack. Alter, das sieht halt so geil aus, ne? Adrenalinspritze, ich habe eine Punkhose gefunden, Haarnadel-Dietrich, Erste-Hilfe-Set und ein Fernglas. Ey, was ist mit dir los, Alter? Fernglas! Ich hab ein Fernglas. Ich hab auch ein Fernglas. Achso, hier ist ein Rucksack. Ich hab ein Erste-Hilfe-Kit, ne? Ja. Ich hab, warte mal, was hab ich gefunden? Metalhead? Sammelgegenstand aufgehoben. Ja. Eine Map und Fernglas, glaube ich. Ein Sammelgegenstand. Ja, eine Kann Map und das... Fernglas. Wo finde ich die denn, die Sammelgegenstände? Warte. Wahrscheinlich im Inventar, dann muss man die zuweisen. Oh, Fertigkeiten. Ach du Scheiße. Genau, du kannst sie bei Gegenstände reinballern. Das mache ich auch mal hier. Zack. Jetzt habe ich ein Fernglas, oder? Ja, geil. Ach stimmt, das sah ja so geil aus, wenn man so durchs Fernglas guckt. Ja. Wie macht man das? Mit welcher Taste? Du musst das erst zuweisen auf deinen Quick-Slots. Okay. Ist halt quasi ins Ich hab dich genau im Auge gebannt, ich weiß genau Bescheid. Ja, ich hab zwei Ferngläser. Warum? Toll, Erik, toll. Boah, Curry, mach ich jetzt aber auch. Boah, Alter. Du siehst irgendwie nicht mehr frisch aus, Pan. Das ist irgendwie. Boah, ja, ich brauch auf jeden Fall eine Sonnenbrille. Okay. Boah, jetzt? Wie komm ich jetzt wieder auf meine Waffe? Jetzt wieder. Oh. Da liegt ein Toter auf dem Kiosk, der hat einen roten Rucksack, den kann man bestimmt looten. Was? Oh, warte mal, ich muss Faust. Ein Toter auf dem Kiosk, du da. Ich scanne gerade die Area. Boah, du bist ja ein richtiger Fuchs. Da muss ich ja Faust. Das habe ich im Himmel Abenteuerclub gelernt. Kein Schritt weiter! Kein Schritt weiter! Was, warum? Warum? Ich will nicht mehr! Du kannst es nur. Das war nicht gut. Man kriegt Fallschaden, das ist nicht toll. Okay, gut zu wissen. Haben wir das auch geklärt? So. Hä? Wo kann ich die Waffe haben? Ah, doch, die in den Rucksack. Die Waffe habe ich auf was? Punkrockhose, alles. Die Berliner Mauer ist gefallen. Oh mein Gott. Wie kann ich die Waffe aktivieren? Gibt es da auch so ein Quick-Ding zu? Ich glaube, du kannst die auch zuweisen, ja. Habt ihr Munition? Ich glaube, drei ist der. Warte, seid ihr schon? Mensch, ich bin auch hier noch voll am Machen. Ich habe aber ein Problem habe ich tatsächlich jetzt hier. Alkari. Welches denn? Dass ich Halbbilder habe, obwohl, also es geht jetzt, gerade hältst du es in Grenzen, innen drin war es gerade doof, obwohl ich Fausting halt an. T-Ring oder was? Ja. Bei mir ruckelt es halt wie extrem bei der OBS, aber das Spiel selbst nicht. Echt? Also OBS hat bei mir das Spiel muss, 50 Das muss aber nichts heißen, Tobi, ne? Also es kann auch trotzdem... Ja, ich habe 25, gerade 25 FPS gerade bei OBS, keine Ahnung. Das kann trotzdem nur die Aufnahme, nur jetzt im Wiedergabebild sein. Also wir können also wenn du das machen, dann kannst du nachchecken. Ja. Alles gut, ich lasse jetzt erstmal die erste Folge, alles gut. Ja. Aber Tobi, du kannst doch nicht immer die ganzen Folgen nicht hochladen. Jo, ich bin oben und der Rucksack, alles klar. Und noch eine Knarre hier, einfaches. Oh, noch eine Taschenlampe, Adrenalinspritze, Nutzenglafer, Pullover. Wie bist du da hochgekommen? Wie bist du da hochgekommen? Über diese komischen Dosen, die da stehen, diese blauen Dingens und dann auf die Markise. Genau, jetzt schnell auf die Markise. Oh. Okay. Huch, dann auch noch. Ey, was hab ich jetzt? Achso. Oh, nice. Da. Cool, Tobi. Hey, Tobi. Coole Waffe, hey, geil. Leider keine Muni. Achso, wir müssen noch zum Polizeiauto gleich. Wie hast du das gemacht von den Dingen hier? Dann von dieser Dose da drauf. Welcher Dose? Von diesen Fässern, die da vorne stehen, auf die Markise und dann aufs Dach. Okay. Oh, hier ist auch noch ein Rucksack drin bei mir. Oh, hier ist noch ein Erste-Hilfe-Set. Könnt ihr auch nochmal reinschauen? Ah, es klappt nicht. Was ist denn da oben? Da ist ein Rucksack, den kannst du looten. Das ist wie so wieder Zeug drin: Signalfackeln, Erste Hilfe, lalala, sowas. Ja. Wow. Huch. Curry, wo läufst du denn hin? Was ist mit diesem Mann passiert? Oh, lol, hier ist ein Explosivgasbehälter ist hier drin. Schieß mal drauf, Curry, 5 Euro. Schnell. Nee, also der ist in der Kiste. Kann ich den, wenn ich den raus. Den kann ich doch bestimmt hinwerfen, vielleicht. Hemd. Hui. Und meint ihr, ob man hier irgendwann, wenn die Map wirklich so groß ist, ob man dann irgendwann irgendwie ein Auto mal finden kann oder so? Ich hoffe nicht. Also wundern würde es mich nicht, aber ich glaube, das ist ja Story, ne? Also es ist... Oh, Exklusivbar. Ja, Exklusiv. Das wäre voll geil. Exklusivgas. Exklusivgas? Das ist ganz exklusives Gas. So. Also gerade am Anfang soll da die Devise sein, dass wir alles mitnehmen, was wir finden können, ey. Ja, das machen wir ja gerade. Also wir rüsten uns gerade erst aus, ne? Nicht wundern. Und wir haben immer noch keine Muni.
Was seid ihr denn jetzt? Jetzt wartet doch mal ganz kurz auf mich. Wir sind verloren gegangene Teenager. Ja, ich bin immer noch hier die Sachen am Aufsammeln. Ihr seid wieder viel zu schnell. Aber ja, wir sammeln auch. Und ich hab die ganze Zeit Angst, dass ich jetzt vor die Kack-Grafik komme. Gerade so war das alles so gut. Oh, Pan, warum hast du denn jetzt Kack-Grafik? Nee, eigentlich jetzt, das war wirklich nur in dem Haus. Also, Tobi ist da hinten. Juhu. Das ist merkwürdig. Achso, ihr lootet hier wohl nicht dann, sein. Oh. Ihr lootet hier noch und dann gehen wir gleich zu dem Dingens, ne? Zu dem. Zum Polizeiwagen. Boah, hier im Auto sind aber auch sau viele Sachen drin, ne? So. Ja, ja, das sind ganz viele Rucksäcke, wo der Erik steht. Und Klamotten. Hey, Tobi, bist du auch so fröhlich wie ich? Ja. Aber habt ihr schon Munition? Hm? Nee. Nee, okay. Ich glaube, die finden wir am Polizeiwagen. Ja, glaube ich auch. Und ich da müssen wir. Zwei Waffen. Kerry, mach mal Taschenlampe aus. Mach mal Taschenlampe aus. Ich glaube, das ist der ähnliche Verlauf, wie wir auch damals hatten. Ja. Dann wird uns ja gleich wahrscheinlich eine Herde Roboterhunde uns begrüßen oder was auch immer die Dinger sind. Drauf, boah, sieht das cool aus, Mann, ey, die Grafik. Ich liebe es so sehr. Oh, ich hab so schön. Hab die Taschenlampe auch noch an. Ich will ein Feuer machen. Okay, ready, wenn ihr seid, ey. Ja. Heute ist Schule frei, Leute. Schule schön, frei. Endlich. Endlich keine Schule mehr. Roboter haben die Welt übernommen. Ja. Ah, und ist da Muni drin? Ja, aber ich hab Muni-Behälter drin. Ja, ist Muni drin. Faustfeuer. Oh, hier bei ihm ist auch was drin. Kleine EMP-Zelle und kleine Brennstoffzelle. Alter, was? Hä, was? Wo? Hier bei dem der Polizeiwagen hat einen Roboter umgefahren oder was auch immer. Oh, ach so. Oh, hier hinten, also im Kofferraum. Morgendämmerung, finde und zerstöre einen Feind. Was ist das? Warte! Hilfe! Kurz. Ich bin eingesperrt. Geh weg! So. Geh weg! Ah, ich muss mal hier. So. So, ja. Zack. Oh, hier ist sehr viel Muni. Also, aber für was? Das war keine Pistol-Muni. Nee. Ah, das ist also wie eine oder was? Vorsicht, Vorsicht, hier ist ein Roboter in der Nähe irgendwo. Hier, aber in der Richtung, wo ich gerade gucke. So, okay, Ergänzung. Ich hab das ist 3 Pistol-Muni, Tobi. Ich habe jetzt im Magazin drin. Da kommt ein Viech auf uns zu. Muss man das nachladen? Nee. Wo denn? Hier in der Richtung, da steht irgendwas, glaube ich. Ja, da Westen oder was? Lass doch erstmal in den Inventar gucken. Ja, Westen. Südwesten. Lass doch erstmal mit den Sachen kurz auseinandersetzen, weil das. Okay. Ich habe jetzt 41, 9mm habt ihr das auch und 32 ACP? Ja, ja. Ich habe einen Feuerwerkskörper. Wir haben immer unterschiedlich Muni, glaube ich. So, warte mal, was habe ich mal? Eine kleine Brennstoffzelle geborgen aus den Trümmern einer zerstörten Maschine. Sie können auf den Boden gelegt und beschossen werden, um eine Explosion auszulösen. Okay, das ist auch geil. Wie viel Erste-Hilfe-Packs habt ihr? 10. Okay, ich habe 5. Ein kleines Paket von frisierten Batteriezellen, die bei einem Treffer einen elektromagnetischen Puls auslösen. Oh! Die können wir bestimmt auch hinwerfen und dann sind die außer Gefecht geschaltet wahrscheinlich. Hä? Hey, okay. Philipp. Das sagt mir irgendwie, ich hatte. Oh, warte, ich bin noch nicht hier hinten dran gewesen. Warte, ich muss eine Munition mitnehmen. Einen Moment. So, jetzt können wir. Huch, was warst du denn gerade so in meinem Gesicht drin? Hä? Ich wollte mal was gucken. Was war Tobi denn da? Was war Tobi denn da? Hä? Oh, er ist zum Roboter geworden, er schießt dich schnell. Bleib mal locker. Ach, so. Cool. Okay. Okay. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Wir schaffen das. Ja. Habt ihr den Schalldämpfer alle drauf? Nö. Schalldämpfer? Habt ihr keinen gefunden? Wo hast du einen Schalldämpfer her? Ja, oben auf der war oben. Ach, Schalldämpfer für Faustfeuerwaffe, cool. Wo war der drauf? Cool. Da, wo man auf die Markise springen musste und so, da lag eine Waffe und noch ein Schalldämpfer. Warte, möchte ich sehen. Warte auf Garino. Ich brauche auch einen Schalldämpfer, weil okay, ich muss auf die Regentonnen springen, auf die Markise, ne, bei dem Kiosk. Erst auf die Regentonnen, dann auf die Markise und dann aufs Dach. Ich gehe mal ins Haus, weil ich glaube, ich habe da noch. Weil ich Sammelgegenstände 0 von 1. Ja, wir haben hier noch einen Sammelgegenstand. Das war. Achso, dann kann das jeder. Lass mich doch mal drauf jetzt! Warte, guck. Hier liegt ja jemand tot! Ja! Ach, du mal einen sehr ernsten Blick drauf, Erik. Ja, aber habt ihr das nicht gesagt? Du nicht so. Also, weiß das nicht, aber ich hab das gefunden. Voll der Aushilfs David Bowie, Alter. Was kommt denn da? Wie, was kommt denn da? Ey, Leute, ich hab was gefunden! Was denn? Warte. Geil, jetzt haben wir Schalldämpfer drauf! Hey, was ist denn da jetzt los? Okay. Alter, wir haben Schalldämpfer drauf, wie nice ist das denn? Leute. Sag mal, geht's noch oder was? Pan, was los? Hey, ich wollte das. Ah, jetzt! Achtung! Kommt her! Oh, oh. Kommt her! Du weißt schon, dass du die unlockst, ne? Ist egal! Da kommt er schon! Alter!
Er kommt! Oh mein Gott! Boah! Ja, nice! Da kommt noch einer! Disco! Wo denn? Von da hinten kommt einer! Und was ist da hinten? Ist auf dem Bildschirm, von da hinten. Oh, zwei! Es müssen noch zwei angreifen. Wir können immer oben Himmel. Aus Kampf geflohen? Südwesten steht einer, So, Loot nicht vergessen und da hinten ist noch irgendwann der Sound. Das einfach tun, ey. Kannst du mal anmachen? Nee, ne? Nee, ach, ich glaube, es geht nur einmal. Okay, geht nur einmal. Nee, aber das sagt mir jetzt, ich hätte keine Munition. Warte mal, jetzt kommt er durch. Hm? Ah, ich krieg nicht, der ist zu weit entfernt. Ja, super, oh, nice. Tobi. Geiler Typ. Der hat richtig Bock auf Schießen. Hinten ist noch einer, aber der ist zu weit entfernt. So. Nice. Oh, das ist so geil. Lass uns das Spiel nur für immer spielen. Wir spielen nichts anderes. Oh, ja. Oh, da kommt noch einer, Vorsicht, Vorsicht. Das fette Vieh dann wieder kommt. Das war so, boah, so episch, Alter. Also. Das sieht so geil aus. Kommt der? Boah, mit den Schalldämpfern ist das so perfekt, ne? Ja. Ja, da ist voll. Alter, Tobi. Leute, ihr seid der Wahnsinn. Tobi, voll der Aggressor. Kriegt er nicht. Wieder nicht, sehe ich nicht. Wie machen wir es denn? Nehmen wir ihn einen durch auf oder machen wir halt wieder Folgen? Folgen wahrscheinlich so, ne? Ja, machen wir Folgen, ne? Ich glaube, das ist doch sicherer für uns. Sonst nehmen wir wieder 1 Million Stunden auf. Ja, wollen wir weitergehen? Die Straße? Wir haben eine neue Aufgabe, also, ne? Wir sollen jetzt einen sicheren Ort finden. Ja, ah, sorry, scheint auch interessant zu sein, ne? Ja, ich bin vor allem mal gespannt. Wir haben ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt gespielt, bis zu diesem komischen Camp und dieser Grenze. Und was passiert dann? Das wird so interessant, cool! Hammer! Ja, ich hab jetzt schon Spannenderes gespielt. Tobi, ich verbrenne dir gleich dein Gesicht. Grafik ist auch eher so PlayStation 1. Ja, bei mir gerade schon. Ich musste die jetzt auf komplett niedrig stellen. Jetzt habe ich 16. Aber das kann doch nicht sein. Ich stell vielleicht die Schatten bei mir ein bisschen runter, weil ich glaube, bei mir hat OBS auch ein bisschen Probleme. Ab hier nur 50 bitte davon. Oh, okay. aber ist halt echt OBS, ne? Also es läuft das Spiel super flüssig. Vor uns sind auch wieder welche. Vorsicht. Oh, ich hatte doch auch so ein Problem. Lass mal gleich nach der Aufnahme echt checken, okay? Okay. Guck mal nach der Folge. Okay, ist nicht besser geworden. Oh ja, hier kurz. Ich schieße. Ohne Seife waschen. Ja, Leute. Oh, nice. Ja, ich bin voll dabei. Wer hat denn gesagt, dass wir Schulkinder sind? Wir sind Rambos. Ausgebildete Berufssoldaten. Das habe ich in der Schule gelernt. Selbstverteidigung. Ja, eben. Bin ein Bundeswehrsoldat. Ich bin ein Fahrradfahrer-Typ. Oh. Und ich habe. Ah, hier kannst du ja nicht weiter singen. Kriegst du auch Probleme. Stranger Things, Easter Egg, geil. Ich hab meinen Fahrrad super lieb, also ist mir doch egal. Ja, da kriegst du auch Probleme sofort. Das muss doch safe von Stranger Things sein, oder? Oh, da war mein Krüger mit der Nase direkt irgendwo angetackert worden. Das Mixtape kriegen wir nicht raus, ne? Mixtape 15. Nee, kriegen wir nicht raus, oder? Okay. Fuck, ey. Aber ist das jetzt ein Easter Egg? Das hatten wir beim letzten Mal auch schon gefunden, ne? Hier gibt's bestimmt Stranger Things Easter Egg. Das ist nicht, safe von Stranger Things. Also, das, guck mal, das Ding und das Fahrrad so nebeneinander, also weiß ich nicht. Guck mal, ich kann das Fahrrad bewegen. Was? Was ist da mit dem, ey? Oh Gott, der Jesus. Das ist immer, also wenn man tanzen muss, dann kommt der Tobi so raus aus seinem Charakter, weißt du? Ja, klar. Schade, dass es das von Division hier nicht gibt. Oh ja, ne, das fehlt mir auch. Der Hampelmann. Oh Gott, ich hab grad echt ein bisschen Angst. Wovor denn? Ich hatte das ja auch, dass in OBS das so ruckelig war. Und ich denke, also es ist okay. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich geändert hatte. Ich glaube, ich hatte Vollbild weggemacht. Ich müsste dann nochmal in meine alten Aufnahmen gucken. Also ich müsste gleich auch mal in meine Aufnahme gucken. Komplexität der Szene. Tobi, bleib mal bitte stehen. Weiß es nicht mehr. Oh, Motion Blur mache ich übrigens mal aus. Wo kann man das denn ausmachen? Bei den Einstellungen. Scheiße. Bei Grafik oder bei Screen Grafik? Space Reflektion, was immer das ist. Motion Blur. Ja. Kann ich tanzen? Nee. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich runterschraube die Option, gehen die FPS runter. Ich sehe nicht mal meine FPS. Lass uns einen Zirkus aufmachen, Tobi. Wie doof. Oh Gott, oh wow, oh Tobi, oh mein Gott. Was für Moves, ey, ich kann nicht mehr. Das macht mich wahnsinnig hier. Das muss ich mir mit dem Fernglas nochmal angucken, Moment. Ah. Ich wundere, dass die Roboter uns auslöschen wollen, ey. Was macht er denn jetzt für einen Move? Oh Mann, so. Okay, let's go. Voila. Okay. Ich guck mal zwischen den Folgen dann. Ja, wo sind die beiden jetzt hin? Ja, wann machen Pan, wir den Pan, kommst du? Pan, kommst du? Ja, nee, stimmt, heute ist ja Special-Folge, heute ist ja rausgekommen, ne? Ja, könnt ihr mal warten jetzt da vorne?
Achso, sorry. Ja, ey, sag mal, was trudelt ihr denn immer so rum, ey? Ich warte hier am Schluss, beruhigt euch doch mal, bitte. Ey, wer hat da geschossen? Der hat doch was geschossen! Oder Jäger. Was? Du hast eine Weltmission freigeschaltet. Begib dich ins Missionslog, um die Einzelheiten zu lesen. Jemand muss den Brief lesen. Oh. Ja, das möchte. Wie kann ich denn hier mehr lesen? Wie kann ich das machen? Brief mit der Adresse des Jägers, oder was? Z. Also das ist der Björk 300, das Auto. Huch. Soll ich mal einen Brief mit der Adresse des Jägers lesen? Ja, ja, bitte. Dankeschön. Für uns alle aber bitte. Okay, alles klar. Jemand hat in einer sehr stilvollen Handschrift Folgendes auf den Umschlag geschrieben. Kurt Algren, Björknas, Ibo Holmen. Auf dem Brief darin steht, Kurt, es geht nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus, in Stockholm zu leben, so weit weg von dir. Oh. Das war nicht das Richtige für mich, nehme ich an. Ich werde an einem der kommenden Wochenende zu Besuch kommen. Lass uns bald wieder zusammen jagen gehen, okay? Ich glaube, ich habe mich ein wenig für die Jagd erwärmen können. Annie. Oder Annie, ich weiß nicht, ob man das, wie man das da jetzt in Schweden ausspricht, ja. Voll süß. Die wollen Annie zusammen jagen gehen. Die Annie. Ja, schön. Guck mein Gesicht, okay, ich hab Ziele. Ich der Jäger, suche Björknäs, das Haus des Jägers. Gibt es einen Hotkey, mit dem man alles nehmen kann? Eigentlich? Ey, du kannst, du kannst ja alles nehmen, steht da. Ja, ja, aber ja. Ein Hotkey dafür, gibt's das? Weiß das jemand? Das weiß ich nicht. Okay, rote Lederschuhe, ich muss mal ganz kurz hier. Pan? Hm? Wenn das bei dir auch ruckelt, ne? Mhm. Mach die Schattenqualität einfach auf niedrig, den Rest kannst du oben lassen. Nee, bei mir war es tatsächlich auch mit, aber bei mir war es irgendwas anderes, was das in OBS dann total flüssig gemacht hat. Deswegen würde ich dann gleich nach der Aufnahme nochmal meine. Was hast du Schönes reingucken. Gefunden, Erik? Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Es gibt mehr Emotes. Echt jetzt? Ja. Ja, stimmt, bei Profil oder so, ne? Ja, neben nee, Profil rechts ist Emotes und da gibt es noch mehr, die man dahin drehen kann. Ach, ich habe Feiern, glaube ich, schon drauf, ne? Oder? Eieiei. Nee, habe ich nicht. Ich krieg Feiern, nicht ins Rad. Habe ich Freestyle? Ja, Freestyle habe ich. Gut. Ich habe Feiern. Wie hast du denn Feiern reingekriegt? Ich habe es reingezogen. Geht bei mir nicht. Ach, da geht's. Nur bei Grüßen nicht, okay. Hä, hey, das ist ja voll komisch, aber es sind keine Tänze, ne? Nee, die Tänze sind schon alle. Das ist einfach nur so. Gronkh feiern. Okay, Gronkh SOS, Gronkh Hip-Hop, Gronkh Roboter. Team. Ach, guck mal, das ist sogar unser Team. Da können wir sogar sehen, was wir für Fertigkeiten haben und sowas. Alter, wir sind schon ein richtig geiles Team, muss ich mal sagen. Wir sind richtig geiles Hammer-Team, Alter. Richtig geil. Was ist denn mit Pan los? Guck mal, wie Pan aussieht. Was ist denn da passiert? Hä? Voll schmutzig. Hab ich hier gerade gefunden? Habt ihr das nicht? Ach, du hast das gefunden? Das ist Kriegsbemalung, hallo? Geht's hier auf Fertigkeiten, ey? Kann ich hier was? Nee, ich hab noch keine Punkte, okay. So, Lederschuhe. Ich mach mal die Brille weg. Luna Boots, hä? Ich hab Luna Boots. Ich mach die Brille weg, ich hab die Brille weggemacht. Oh Gott. Curry, du bist ein richtiger Gangster. What? Ich bin so geil. Hä? Gesicht, boah. Kleine, Schminke. Ich bin jetzt ein Dachs bin ich jetzt. Oh. Oh Gott. Okay. Oh, Tobi, ey. Oh, Tobi. Guck mal bitte den Tobi an. Was? Tobi, mach das nochmal. Mach nochmal die Kriegsbemalung. Ja, da. Guck mal. Wie gut passt das bitte zum Tobi, die Kriegsbemalung, ey? Guck mal. Junge, jetzt sind wir wirklich irgendwie eine Band. Ja. Warte mal, ich hab doch gar keine Kriegsbemalung, oder? Doch, deine Augen sind komplett schwarz. Also die Augen sind so komplett schwarz im Rande bei mir. Ja, das ist aber Curry, glaube ich. Ach, cool. Das bin ich. Nee, hier beim Tobi. Nein. Jetzt wieder nicht. Jetzt wieder ja. Hä, ganz komisch. Hä, hey, warte mal. Ja, das flimmert beim Tobi gerade irgendwie, ne? Ja. Tobi, geht's dir gut? Nö, hey? Nicht gut. Da ist der Stern. Deine Lippen sind bunt. Was? Hä, huch? Mach den Stern wieder zurück. Ja, lass den Stern. Voll die Curry hat einen Armreif. Ach, ist eine Uhr, glaube ich. Ja, ja, der Uhr. Guck auf meine Bling-Bling-Uhr, Alter. Hat der Erik sich geschminkt, Alter? Was hast du für Stiefel an, Alter? Ich habe coole Moonboots gefunden. Alter. Ja, er hat einfach Lippenstift drauf. Ich kriege Tschüss. Lebe dein Leben. Lebe dein Leben. Oh, guck mal, da ist eine Kirche. Die Kirche. Alter, Tobi, weißt du, wo hast du bei Kirche? Ja, was wollt ihr denn also rumeiern, Mensch? Wollt ihr euch den geschminkten Erik angucken, ja, oder was? Tobi, du bist so richtig, intolerantes Arschloch, Tobi. Boah, das hat er hier schon gesagt. Hat mich in der Schule schon immer gestört an dir. Wollt ihr nicht hier in den Garagen nochmal schauen? Oder ist das Erik lieber vorrennen, weißt du? So. Boah, Erik, Alter, du genießt das Spiel gar nicht. Ja, ich kann dir gar nicht rein, was soll das? Nur weil ich Make-up trage, oder was? Geht nicht auf. Oh, man kann hier gar nicht rein, das ist doch scheiße. Toll, Tobi. Ja, toll, Tobi.
Ja, warte mal, das kann man doch bestimmt explodieren. Nee, lass nicht auf die roten Tanks schießen. Weil im letzten Mal haben wir das nämlich hochgejagt und dann kamen hier ganz viele Zombies. Genau, guck mal, da sind doch welche. Hier die Roboter. Zombies. Hey, wer schießt denn da? Oh Gott. Ja, da ist einer da hinten. Ich habe eine Waffe, ich werde sie benutzen. Ich glaube, der hat uns gesehen. Der hat uns gesehen, schnell. Oh, nachladen, Vorsicht. Oh, das ist der Berg. Haben wir ihn gekriegt? Nee, das ist ein Berg. Versuch ihn mal mit dem EMP anzulocken. Ja, aber ist es nur einer? Wo ist der denn? Ja, ich glaube, das sind mehrere gewesen hier, oder? Ich glaube auch. Wo ist der denn? Hast du ihn, Tobi? Den einen hier hinterm Hügel, den habe ich, ja. Okay. Warte mal, ich werf das mal hier hin. Oh, hier ist noch einer. Aber das bringt doch nichts. Curry, warum? Achso, ich dachte, ich muss da drauf schießen. Oh, warte. Muss das quasi da. Wow! Oh, ich hab keine. Der schießt durch direkt auf. Jetzt nicht mehr. Jawoll. Kann der sich noch wehren? Sehr schön. Einer ist noch hinten. Ich habe gerade gesehen, dass einer uns gesehen hat, glaube ich. Ich habe keine Waffe mehr. In Richtung der Kirche ist noch einer. Der was, Kirche. Du hast keine Waffe mehr? Wie? Hä, wie? Ja, keine Waffe. Ich habe keine Munition mehr halt. Hä, wie? Schon? Was? Ja, ich habe irgendwie nicht die richtigen Waffen für die Munition. Oder ich bin... Warte mal. Oh, ich glaube, ich bin doof. Warte mal. Warte. Oh ja, auf Westen ist einer. Ja, ich muss hinter der Hütte. Die Waffe auch. Ich muss das natürlich auch zuweisen. Das wäre voll cool. So, jetzt habe ich sehr viel Munition. Hinter dem Schuppen. Oh mein Gott, ist das schön, das Spiel. Ja, das ist Tobi. Nein, auf Westen. Hey, Vorsicht. Achso. Guckt euch doch mal an, wie schön das Spiel ist. Da ist er. Tobi, Vorsicht. Mann, wir müssen hier ums Überleben kämpfen, Mann. Ja, aber guckt doch mal, wie schön das einfach ist. Wir haben jetzt hier kein Cheerleading gemacht. Gern geschehen, Tobi, keine Ursache. Nice. Kirche von Ibo Holmen. Wir haben viel in der Kirche. Kirche von Ibuprofen. So. Entschuldigung. Wisst ihr noch dieser riesige Klops am Ende? Ja. Oh, Alter. Deswegen ja. Das war so geil. Oh, hier ist ein Brief. Will den jemand lesen? Kirche von Ibuprofen. Hä, wie kann ich den lesen? Komm. Du findest einen Zettel mit einer hastig hier hingekritzelten Nachricht. Kannst du das lesen? Bei mir steht das... Ah, jetzt. Z mehr lesen. Du kannst das Markus, lesen. Markus, falls du das liest, wir haben beschlossen, nach Stenhager zu gehen und uns dort mit den Andersons zu treffen. Hoffentlich kannst du uns dort treffen, denn wir können nicht länger warten. Ich habe die alte Bettan in der Kirche versteckt, dort, wo du dich immer versteckt hast, als du jung warst. Erinnerst du dich? Sie ist geladen, also sei vorsichtig, wahrscheinlich die Oma. Genauso, wie ich dir es dabei beigebracht habe, okay? Papa. Oh. Papa. So. Tschüss. Papa. Wo war die jetzt? Da, wo die Oma immer versteckt, sich immer... Warum ist das hier so hoch? Wahrscheinlich Dachboden. Ich glaube, die war im Turm, ne? Im Turm war die, glaube ich. Ich glaube auch. Im Turm? Im Turm. Tobi, hör auf damit. Hier ist ein Radio, das kann jemand aufnehmen, wenn er möchte. Hier sind 1000 Sachen übrigens. Ich weiß nicht, habt ihr schon alles gemacht? Ja, wir schauen das erstmal durch gleich. So. Boah, dieses Spiel ist so geil. Oh, hier ist noch was. Oh, hier ist auch noch... Hier ist noch eine neue Nachricht. Gesundheit. Die kann jetzt jemand anders lesen, wenn ihr möchtet. Neben der alten Bettern gefundene Nachricht. Ich wusste, dass du dich erinnert würdest. Du bist als Kind immer hierher geschlichen, auch wenn Johnny versucht hat, sie wegzuschließen. Ich sage es noch einmal. Sei vorsichtig. Geh direkt nach Stenhager. Stenhager. Ja, ich glaube, Curry hat die Waffe genommen, ne? Nee, Tobi hat die auch. Ihr könnt die alle nehmen, oder? Also, ja, dann komm ich wieder vorbei. Das ist eine Shotgun, das ist geil. Ein Brief an einen Jäger adressiert. Ach, das kriege ich jetzt auch nochmal. So, dann kann ich die Shotgun... Hat die irgendwie eine Schnellauswahl oder so? In den Kirchenbänken liegen übrigens Kirchenbänken, Tobi. Liegen übrigens auch noch Sachen. In den Kirchenbänken. Ah, stimmt. Noch mehr Kriegsbemalung. Ja, zwei Radios. Hä? Oh. Hä? Wer war Tobi? Das? Ja. Tobi? Ah, Tobi! Ja. Alter, was? Ich weiß immer genau, wer es ist. Was denn? Ich hab gespielt für uns. Wie geil war das denn? Ich fand das voll schön. Guten Morgen, Alter, liebe Narren. Wie geil war das denn? Tobi, ich glaube dir, ich glaube. Aber meine andere blöde Frage, wie kann man denn zwischen den Waffen hin und her wechseln? 1, 2, 3, 4, also ich mach das mit den... Achso, zwischen den Waffen, oder weiß ich gar nicht. Entschuldigung. Also die Melodie kennt ihr? Okay, Shotgun ist 1, die 3 ist die Handfeuerwaffe. Ah, okay. Oh, boah, Alter. Geil. Voll geil, Alter. Voll geil. Hä, das ist ihr seid alle verlorene Schäfchen. Das ist das Menülied, Leute, hör mal hin. Das ist das Menülied. Von welchem Menü? Voll geil. Ach, von dem Spiel, auf jeden Fall Generation Zero. Das ist voll geil. Wie geil. Hey, ich höre gar kein Lied. Hä, hast du es nicht gehört? Hä? Das ist ja doof. Wenn du das siehst. Ja, das war das Intro-Lied aus dem Main-Menü von dem Spiel. Mann, Curry.
Sag mal, in der Preview waren hier aber lauter Viecher, ne? Die kommen jetzt nicht mehr. Ja, die kommen jetzt nicht mehr, weil wir gerade nicht mehr. Ja, wir hatten aber vorher auch keine Schalldämpfer, Erik. Ja, ja, nee, wir hatten vorher das Radio draußen angemacht, weil wir es so lustig fanden. Genau, wollte ich gerade sagen, ja. Whiteboard-Nachricht. Ja. Wir sind zum Bauernhof Stenhager gegangen, um uns mit den Andersen zu treffen. Geht doch hin, Johnny. Oh. Ein Pfeil zeigt nach Westen. Oh, wir haben Fertigkeitspunkt gewonnen. Oh ja. Können wir den irgendwo zuteilen? Wo geht das? Weil wir so fertig sind. Bei Fertigkeiten wahrscheinlich, ne? Okay, jetzt, wir können uns ja ein bisschen aufteilen, oder? Einer macht Kampf, einer Versorgung, einer Überleben, einer Technik. Lass mich raus. Erik, warte, da ist noch eine Kiste. Lass mich raus. Hau ab, Tobi. Mach das zu hier jetzt, da darf keiner rein. Ey, Leute! Pass auf, nicht schon wieder da vorne. Bitte, da ist doch einer von uns, hat sich doch daran festgebackt in dem Auto. Stimmt. Das weiß ich gar nicht mehr. Nee. Oh, Vorsicht, da sind noch zwei, Tobi, lass das mal. Oh, die scannen gerade. Warte mal, warte, ich mach EMP. Also. Nee, hab ich ja gar nicht mehr. Oh, ein Toter. Schön. Haben wir jetzt keine Zeit fertig. Soll machen? Boah. Lock die mal her zu uns. Kann ich in den Kampf auch eingetreten. Boah, der Baller war schön frech. Wo ist er? Lade nach. Links ist auch noch einer, Tobi. Jawoll. Oh, nice. Einer ist noch da hinten auf der Wiese, auf der gegenüberliegenden. Sehr schön. Okay. Das mit der Mutti ist aber schwierig, ne? Man muss die immer genau treffen hier. So. Okay. Heute kam übrigens, ne, jo, komm mal her. Offen, kam der Stranger Things Trailer raus, den habe ich aber noch nicht gesehen. Oh, wir haben einen Sammelgegenstand noch verpasst. Haben wir? Schaut halt gerade. Ja, du Arschloch! Wo rennt er denn hin? Was ist los? Wo kommt die Musik her? Ja, der rennt weg, der haut ab, die Sau! Voll das feige Schwein! Ja, der kommt gleich mit seinen Kumpels wieder! Tobi? Ja? Bist du noch im Spiel? Nein, aber das Spiel ist abgespielt. Was? Oh nein! Sag doch was! Alles gut. Ich hab erstmal dieses Dings ausgefüllt. Alles gut. Was? Sag mal kurz, Leute, dann wartet doch mal, wie es ist, weil der Spawn da ist. Ich will ihn nur töten, ich komme genau. Okay, ich warte hier auf Tobi. Curry, weißt du, wo der ist? Ich laufe dir hinterher gerade. Der ist hier in die Richtung. Ah ja, da oben. Boah, Alter! Oh, nice! Ja, da hat er Angst gehabt, du Mistviech! Aber wir wissen immer noch nicht, was die machen, ne? Warum die. Curry, kannst du mich mal einladen? Ja, natürlich, Tobi. Geil. So. Nee, Tobi, die Chance ist vorbei. Okay. So. T. Okay, Tobi, Entschuldigung. Wir wollten nur einen erledigen. Aber warte mal, startest du jetzt nicht wieder da hinten bei dem Haus? Ich hoffe nicht. Ich guck mal gerade. Ja, doch, das läuft hier nicht ruckelig. Das läuft natürlich. Hier ein. Ganz okay. Also bei mir ist super flüssig, aber die Aufnahme ist trotzdem bei 50 FPS gerade. So, wo habt ihr in eure FPS die ganze Zeit eingeblendet? Keine Ahnung. Bei OBS zeigt das, also bei den Statistiken habe ich mal eingeblendet. Mich mal kurz, glaube ich. Die jucken mich nicht, die jucken mich im Feuchten. Da siehst du auch Plattenplatz und so. Kommst du her, Tobi, ja, ne? Okay, lass mal auf Tobi warten, Oder pass auf, oder wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann gehen wir zum Bauernhof, hör mal. Genau, und hier fehlt noch ein Sammelgegenstand bei der Kirche, da müssen wir nochmal gucken. Dann beeilt euch mal, dann hat der Tobi jetzt nicht so lange Schwarzbild da eine Folge. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao mit V, tschüss.